Dann kann ich dir ja ein Geheimnis verraten. So unter Abenteurern. Mhm. Ist aber streng geheim. Also nicht weitersagen. Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Miitopia hier auf Katze. Weiter geht die Reise mit unseren tapferen Krieger und Kriegerinnen. Und zwar sind wir schon fast bei Shrek hier in der Pyramide. Und wir haben sogar das Gesicht von der lieben Mrs. Puff zurückgebracht oder gerettet. Da bin ich schon sehr gespannt. Meine Lieben, hier kommt noch der Hinweis, wenn euch Miitopia gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Oh oh, drei verschiedene Hebel. Die schauen wir uns mal genauer an. Was die wohl für eine Funktion haben, ich betätige mal diesen. Was mit dem hier? Keine Ahnung, den mal nicht und den hier betätigen. Und was passiert? Gar nichts. Nichts passiert. Ach herrje, warum habe ich das dann überhaupt betätigt? Naja, ist ja auch egal. Weiter geht's mit unserer lustigen Truppe. Was? Wir haben jetzt schon das Gästehaus gefunden? Okay, also da bin ich jetzt selbst wirklich sehr verblüfft, denn ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell gehen kann. So, auf geht's, oder? Für unsere lustige Truppe. Wir wollen direkt weitermachen, also wir haben ja gerade erst angefangen. Aber komisch, da geht's bestimmt nochmal irgendwie weiter. Gucken wir doch mal, was Shrek da hinten macht. Auf geht's! Da, bitte, bitte, bitte! Die Frisur von Jonas ist echt toll. Was Tutti kann, kann ich schon lange. Oh, Achtung, was passiert jetzt? Hä? Was normal ist in der Welt? Oh! Hä? Es war nur ein Traum. Okay, Jonas hat aus Versehen ein Nickerchen gemacht. Eieieiei, das sind wieder diese Träume. Die sind jenseits von Gut und Böse. Ernsthaft? Ja, komm, die sind komisch. Eine Abzweigung. Wo lang? Wir gehen mal nach oben lang. Schauen wir doch mal, was es oben so Schönes gibt. Ich hoffe, dass das die richtige Entscheidung war. Die ersten Gegner tauchen auf. Drei Schokolädchen. Nein, Hieroglyphen. Na gut, ich dachte Zartbitterschokolade. Das wäre jetzt toll. Hier ein bisschen Ketchup drauf und dann sind... da sind meine Klauen stärker. Ketchup wirkt Wunder, wie man sehen kann. Okay, dranbleiben. Oh nein, die arme Franzi. Na warte, jetzt nochmal mit der Ketchupflasche hinterher. Die Hieroglyphen haben so keine Chance. Gottfrieda! Jetzt setzt es was. Haha! Und das Schokoladentäfelchen besiegt. Ran an den Speckkram noch. Gut, ganz toll gekämpft, Freunde. Es gibt ein paar Erfahrungspunkte und wir reisen weiter. Brauche Futter. Spitze! Wisst ihr, wir haben eine Köchin bei uns im Team und sie kann bei Hunger nicht mal kurz die Pfanne schwingen. Och Mann, das ist die richtige Einstellung. Viel Erfolg. Oh, da haben wir wieder Mumien. Na gut. Zusammen mit Gottfrieda werden wir die Mumien stoppen. Hajo, boom. Ja, das ging schnell. Ich glaube, so viele Kraftpunkte haben die nicht. Jetzt ist Tutti dran. Yeah, Party on. Grüner Tomatenketchup. Oh nein, 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 oh. Waffe verschluckt, meine super tolle Klaue. Ich glaube, jetzt habe ich nur noch so eine Art Standardangriff drauf, oder? Ey, diese Felsfratze. Na warte. Alles in Ordnung? Tutti, danke, dass du dich nach mir erkundigst. Und wir erreichen ein neues Level. Level 9, irgendwie Freunde, mehr oder weniger, rächen gelernt. Perfekt. Wenn ein Freund fällt, gibt's richtig Ärger. Und das war schon mal ein sehr guter Angriff von Franzi. Ich habe jetzt meine Waffe zurückerhalten. Aber alles ist voller Sabba. Pfui. Ich helfe dir. Ich auch. Okay, los. Jetzt haben wir nur noch eine Felsenfratze.
Kriegt die mit einem normalen Angriff besiegt? Vielleicht schon, gucken wir mal. Ja, wenn Franzi hilft, dann sollte das möglich sein. Perfekt. Das war richtig, richtig gut. Das war's wohl. Weiter geht's. Bonus-Erfahrungspunkte. Die teile ich mal mir zu. Denn ich stand kurz vor Level 10 und erreiche jetzt auch Level 10. Kratzende Krallen gelernt. Kratze einen Gegner zweimal. Das tut gleich doppelt weh. Oh, weia. Gut, nehmen wir mit. Jede neue Fähigkeit ist herzlich willkommen. Und nun sind wir im Gasthaus. Zusammen mit unserer lustigen Truppe. So, rein mit uns. Oh, wir haben einen Brief erhalten. Lieber Katze, hör gut zu. Ach nein, lies gut. Du? Nein, das klingt auch verkehrt. Oje, jetzt geht mir auch noch der Platz out. Dein Kim Jong-un. Okay, danke schön, Kim Jong-un. Für 3 Ausflugtickets. Level 10 mit der Klasse Katze erreicht. Cool. Sehr, sehr klasse. Und wir haben 600 Leute gerettet. Wir wissen alle, was jetzt kommt. Natürlich, es ist die Macht des Horst. HP-Streuer vergrößert. Du kannst jetzt statt 120 Seite 140 HP verstreuen. Und der MP-Streuer wurde ebenfalls vergrößert. Du kannst jetzt statt 35 Seite 50 MP verstreuen. Huhuhu. Die Dankbarkeit der Gretetin hat eine neue Kraft in dir erregt. Wahrlich, du bringst die Hoffnung zurück nach Midtopia. Und nun widme dich wieder dem Besiegen schrecklicher Monster. Den nächsten Bonus erhältst du, wenn du 650 Leute gerettet hast. Also hau rein. Huhuhu. Dankeschön, Horst. Immer wieder schön. Gut, wir sind aufgefüllt und... Oh, wir schauen mal nach dem Team. Was ist hier los? Dieses Zimmer braucht ein paar klare Regeln. Auf jeden Fall. Zur Schlafenszeit sollten wir schön leise sein. Ich schnarche ganz bestimmt nicht. Seltsame Geräusche in der Nacht sollten wir ignorieren. Moment. Was? Und wenn uns jemand nachts ins Ohr flüstert... Dann sollten wir auf keinen Fall nachsehen, wer es ist. Kann ich mit irgendwem das Zimmer tauschen? Oh. Total Angst eingejagt. Ja, hier in der Pyramide wird schon nichts passieren, oder? Gut. Ausflug? Sollen wir mal wieder einen Ausflug starten in die Karaoke-Bar? Ein Ausflug in die Karaoke-Bar, das ist immer eine feine Geschichte. Lassen wir es beim Karaoke krachen. Nur wir beide. Ganz allein. Ich will einfach nur die Aussicht genießen. Okay, ich frage mich nur, welche Aussicht in der Karaoke-Bar genossen werden darf. Jetzt bin ich dran. Okay, Achtung. Tutti singt jetzt. Schalala, wuppidoo. Und Jonas mit dem Tambourin. La di du di na da 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 da. Du da 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 da. Jonas, du bist noch gar nicht dran. Jonas wollte direkt mitmachen. Und ist wieder ein neues Level erreicht. Level 5, Bekannte. Die zwei haben loben gelernt. Also schnell zurück ins Gasthaus. Zum Andenken gab es Felsenschoki. Und wir reisen weiter. Yippee-yay, unsere Truppe ist wieder allzeit bereit. Und wir müssen zu Shrek runter. Mal sehen, was der zu berichten hat. Hallihallo, Shrek. Hi, du bist wohl auch auf Expedition, oder? Dann kann ich dir ja ein Geheimnis verraten. So unter Abenteurern. Ist aber streng geheim. Also nicht weitersagen. Nicht Hebel? Hebel, Hebel. Schreib dir das hinter die Ohren. Wird dir sicher noch von Nutzen sein. Okay, Nicht Hebel, Hebel, Hebel. Ja, und wir wissen alle auf jeden Fall, was damit gemeint ist. Ich kann nämlich nochmal zu diesem Abschnitt gehen, wo wir diese 3 Hebel gefunden haben, am Anfang der Folge. Also, halten wir nochmal fest.
Nicht-Hebel, das heißt nicht aktivieren wahrscheinlich. Hebel, Hebel, also aktivieren und aktivieren. Machen wir das doch mal zusammen mit Jonas. Genauer ansehen. So, das werden wir nicht betätigen. Das betätigen wir. Und den dritten Hebel betätigen wir auch. Mal sehen, was jetzt passiert. Oh, ein geheimer Pfad hat sich geöffnet. Okay, aber wo? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht finden wir das heraus, wenn wir diesen Abschnitt bestanden haben, was ja jetzt schon der Fall ist. Denn wir sind jetzt schon im Gasthaus. Trebildi, Trebildei, wir haben es geschafft. Sehr gut. Okay, jetzt nochmal kurz erholen. Und dann kann es auch schon weitergehen. Hey, aufstehen ihr Schlafmützen. Wir wollen doch mal nachsehen, welchen geheimen Pfad wir jetzt entdeckt haben. Oh, Moment, ich muss nochmal kurz zurück. Da oben kann ich mir noch mit meinem Team sprechen. Franzi hat ein Geschenk gekauft. Okay. Ich habe was für dich gekauft. Schau mal, das habe ich für dich besorgt. Da bin ich ja mal gespannt. Katze erhält ein Geschenk von Franzi. Dankeschön. Und die Spannung steigt und es ist ein Handspiegel. Ja, cool. Ich bin so glücklich. Katze freut sich sehr. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich besaß noch nie in meinem Leben einen Handspiegel. Von daher ist es mal eine schöne Sache. Krankenbesuch gelernt. Liebe Franzi, vielen Dank für den Handspiegel. Oh oh. Oh je, tut die mal Katze und hat's gesehen. Tutti ist eifersüchtig auf Franzi. Oh nein. Was hier immer wieder passiert. Typisch Miitopia. Hier geschehen Dinge, die man nicht für möglich hält. Sagen wir das mal so. Aber gut. Raus aus dem Gasthaus. Für uns geht es jetzt weiter. Oh, das ist also der geheime Pfad. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wir kommen jetzt zu der schönen Goldtruhe, die wir mal kurzerhand öffnen werden. Puh. Nur gemeinsam sind wir stark. Mhm, das stimmt. Und da ist schon eine Silbertruhe. Mal sehen, was da drin ist. 1500 Gold. Das ist echt eine Menge. Dafür, dass es nicht die Truhe war, die wir gesucht haben. Coole Sache. Ich will ein Hündchen. Ich wusste, du würdest das sagen. Ich wusste es einfach. Wieder eine Truhe. Ja, heute ist denn unser Glückstag, oder? 3 Spielscheine erhalten. Ja, alles klar. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich will jetzt ein Hündchen knuddeln. Wieso? Was ist denn hier los? Alle wollen Hündchen knuddeln. Hä? Jonas! Oh nein, eine Fallgrube. Lebst du noch? Mir geht's gut. Aua. Geht schon mal vor. Ja, das kennen wir. Das ist ja schon mal passiert. Okay, dann gehen wir schon mal vor. Jonas hat dich vorübergehend verlassen. Wir sehen uns dann im Gasthaus. Bis später. Okay. Wie lustig. Wie lustig ist das denn? Ist Tutti etwa schlecht gelaunt? Grab ein Loch. Los. Wir suchen Jonas. Naja, wenn wir uns im Gasthaus verabredet haben, wird er schon kommen. Nein, eine Falle. Ein Kampf und das nur mit 3 Personen. Na gut. Machen wir das Beste draus. Wir haben 2 Kobras und eine Mumie. Jetzt gibt's erstmal kratzende Krallen. Das ist ja mein neuer Angriff. Mal sehen, wie das abzieht. Neue Technik, kratzende Krallen. Miau, miau, miau. Ah, dann erwische ich noch den Nachbarn. Das ist so ähnlich wie der Magier, der seinen Blitz einsetzt, um dann eben den Gegner sowie den Nachbarn zu treffen. Okay, gut gemacht, Tutti. Wow. Das gibt's hier auch nochmal Ärger. Geschafft. So viel zum Thema Falle. Uns kann keine Falle stoppen. Ganz toll gekämpft, Jungs. Dankeschön. Und Bonuserfahrung. Keine Ahnung, warum wir die in letzter Zeit immer Bonuserfahrung erhalten. Vielleicht, weil wir so gut sind. Nee, Spaß beiseite. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Grab ein Loch.
Ja, wenn wir Jonas finden wollen, dann müssen wir wirklich ein Loch graben. Oder er kommt, wie gesagt, ins Gasthaus. So, hier haben wir die große Truhe. Und da ist eine Geschenkeuniform. Das ist ja mal spannend. Franzi bekommt das Item und darf es natürlich auch gleich mal ausrüsten. So, puh. Ich glaube, ich nehme rosa oder hellblau so. So finde ich es auch ganz schön. Okay. Wir haben ziemlich viele Kisten gefunden. Jetzt kommen wir ins Gasthaus. Also, Jonas hat an sich keine spannenden Kämpfe verpasst. Da wir so von Truhe zu Truhe gelaufen sind, mag man meinen. Okay, ein kleines Päuschen. Und dann würde ich sagen, weiter geht's mit unserem lieben, schönen, großen Abenteuer. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Es gibt noch vieles zu entdecken. Also gut, auf geht's. Mal sehen, wie uns das gelingen wird. Ich lasse dich hier nur meinen Beitrag. Wenn du meinst. Okay, gleich schon die ersten Gegner. 3 Schokoladentäfelchen und eine fiese Felsfratze. Na gut, ich würde sagen, erstmal der Reitangriff. Ich habe eher Angst vor den Felsen. Und hätte ich gewusst, dass ich gleich mehrere Gegner angreife, hätte ich mich auf das mittlere Täfelchen fokussiert, weil ich dann wahrscheinlich alle 3 besiegt hätte. Aber weiß man ja vorher nicht. So, jetzt ist Tutti dran, er will von mir angeben. Ja, das ist mein Lieblingsangriff von Tutti. Das macht einfach alle platt. Sehr gute Aktion. Ich bin mächtig stolz auf dich, Tutti. Ah, danke schön, Katze. Ja, nicht dafür, nicht dafür. Gut. Sind wir bald im Gasthaus? Wir waren zwar gerade erst in einem, aber ich brauche eine Erholung. Wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden, was? Findest du? Würde ich jetzt so nicht sagen. Pepperoni. Ah, okay, da kriegt man Lust auf Pepperoni, auch wenn das höllisch scharf ist. So, was ist denn jetzt los? Hä? Wer hat das Licht ausgemacht? Hey, wo sind denn alle hin? Nach links oder nach rechts gehen? Ich laufe mal nach rechts weiter. La 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 la. Autsch, aua. Oh Mann, Katze, jetzt pass doch mal auf. Wo stehst denn du rum? In der Weltgeschichte. So ein typischer L-Girl-Satz. Der steht in der Weltgeschichte rum. Sorry. Schon okay. So. Ich habe ein Loch im Schuh. Könnte stimmen. Könnte stimmen. So, wo sind wir jetzt? Hier, Felsfratze und eine Mumie. Uiuiui. Da sollten wir vorsichtig sein. Wer weiß, was die Mumien so Fieses drauf haben und ob sie uns stoppen können. Wir werden dafür sorgen, dass sie es natürlich nicht schaffen. So, Säuselstimme. Und die Felsfratze vernachlässigt die Verteidigung. Ja, das ist doch mal sehr, sehr gut. Okay, jetzt dranbleiben. Nur keine Müdigkeit vorschützen, okay? Ta-da-da, ein neues Level. Und was ich schön finde, ich weiß nicht, woran das liegt, gab es ein Update? Das war doch nie so, wenn man ein neues Level erreicht, kriegt man doch seine Kraftpunkte nicht zurück, oder? Oder ist mir das nie aufgefallen? Oder gilt das erst hier ab der Wüste? Keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall finde ich das sehr interessant, dass es diese Funktion jetzt anscheinend gibt. Na gut, wollen wir doch mal nachhaken. Hier, mit unserem Pferd Gottfrieda. Und dem Pols. Haha. Klasse Sache. Aber eine Felsfratze ist noch im Spiel und lässt so leicht nicht locker. Ich bin dran, frecher Piekser, bitteschön. Sehr gute Aktion. Gut gemacht, Jonas. Wir sind mächtig stolz auf dich. Nur ein paar Kratzer, haha. Oh, Koch und Wissenschaftler erreichen Level 10. Aber keine neuen Angriffe, schade. Ich dachte, jetzt gäbe es noch was Neues, Schönes für uns. Aber das ist schon okay. So, Felsenschoki. Immer wieder lecker sein, Felsenschoki. Und dann sind wir auch schon da im Gasthaus. Hier können wir uns ein wenig erholen. Ach ja, nach all den Strapazen und nach den ganzen Geheimnissen mit den Schaltern, mit den Hebeln zum Beispiel. Level 10 mit Koch erreicht und Level 10 mit dem Forscher erreicht. Klasse Aktion. Gut, und noch ein neues Level.
Und zwar zwischen Franzi und Katze. Wir erreichen Geben, eine neue Fähigkeit, die unglaublich praktisch sein kann. So, und was ist hier los? Zeit, unsere Körper zu stellen. Bringen wir den Frieden nach Metopia. Training, hurra! Let's go, let's go. Los, los, los. Wir sind irre synchron. Ah, wie das zieht. Ah. Neben den Muskeln stärkt das Training auch die Bindung und somit auch die Freundschaft. Tada! Gute Bekannte. Ja, das ist doch mal cool. Sehr, sehr stark. Meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren und schon solltet ihr Teil der Community. Na dann, bleibt katztastisch!